Hallo, schön, dass ihr da seid. Das erste Lied, das wir gemeinsam lernen wollen, heißt Ist ein Mann in Brunnen gefallen. Es ist ein Kinderlied und sollte jedem bekannt sein. Ich spiele es und singe es jetzt trotzdem mal kurz vor, damit jeder weiß, worum es sich da dreht. Also los. Ist ein Mann in Brunnen gefallen, hab ihn hören plumpsen. Wären wir nicht dazu gekommen, wär der Kerl ertrunken. Ein Happy End, wie schön. Dieses Lied ist prima, um mit dem Klavierspielen zu beginnen. Wir haben fünf Finger und dieses Lied besteht aus fünf unterschiedlichen Tönen. Dem C, dem D, dem E, dem F und dem G. Ich wechsle mal gerade die Szene, damit man es besser sehen kann. Hallo, lustiges kleines Männchen. Also, mein erster Ton, das C mit dem Daumen. Das D mit dem Zeigefinger. Das E mit dem Mittelfinger. Das F mit dem Ringfinger und das G mit dem kleinen Finger. Ihr seht also, wir können unsere Finger einfach nebeneinander legen und schon haben wir fünf Töne hintereinander, die wir spielen können, ohne unsere Hand zu bewegen. Wir müssen also diese Grundstellung nicht verlassen. Wenn ich das ganze Lied so spiele, sieht das so aus. Wunderbar. Lasst es uns mal so machen, dass ich euch ein kleines Stück vorspiele, es euch erkläre und ihr habt dann in Ruhe Zeit, es auszuprobieren. Den ersten Teil spielen wir so. Wir haben ein C mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger ein D, mit dem Mittelfinger ein E, mit dem Ringfinger ein F, mit dem kleinen Finger ein G und das kommt dann mehrmals. Ich mache es nochmal langsam. C, D, So, ihr könnt das Video ja mal kurz stoppen und es in Ruhe ausprobieren. Wenn ihr fertig seid, kommt ihr einfach wieder zurück. Da seid ihr also wieder. Dann lasst uns zum nächsten Teil übergehen. Der funktioniert eigentlich fast genauso wie der andere, nur dass wir am Ende ein paar Töne weniger haben. Er klingt so. Hab ihn hören plumpsen. Der Unterschied ist, dass das G am Ende mit dem kleinen Finger nur zweimal kommt. Ich zeige es euch nochmal hier. Also, C mit dem Daumen, D mit dem Zeigefinger, E mit dem Mittelfinger, F mit dem Ringfinger.
und geh mit dem kleinen Finger und den nur noch einmal. Soweit, so gut. Ich würde sagen, ihr probiert das jetzt noch mal in Ruhe aus und dann kommt ihr wieder zurück. Bis gleich. Da seid ihr also wieder. Der nächste Teil ist wieder genauso wie der erste Teil. Das heißt, wenn ihr den könnt, müsst ihr den nicht noch mal üben. Da ich das alles schon im ersten Teil erklärt habe, muss ich es jetzt ja nicht nochmal machen. Aber C, D, E, F, G, 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 G sind die Töne nur zur Erinnerung. Probiert's nochmal aus und kommt dann zurück. Hallöchen! Der letzte Teil ist jetzt ganz anders. Er fängt nicht mehr auf unserem tiefen C an, sondern auf unserem hohen G und geht einfach vom G aus zurück. Ich zeige es euch auch noch mal hier. Also von oben herab. Wär der Kerl ertrunken? Der kleine Finger auf das G. Der Ringfinger auf das F. Der Mittelfinger auf das E. Der Zeigefinger auf das D. Und der Daumen auf das C. Und den zweimal. Probiert es mal in Ruhe aus und versucht es dann mal hintereinander zu spielen, also alle Teile hintereinander. Vielleicht funktioniert das ja schon. Ein Tipp noch, mach das Ganze am Anfang ganz, ganz langsam. Im absoluten Schneckentempo. Ungefähr so. Oder noch langsamer. Unsere Hand muss sich erstmal daran gewöhnen oder unsere Finger müssen sich daran gewöhnen, diese Bewegung zu machen. Und das sieht am Anfang auch gar nicht so geschmeidig aus wie bei mir, sondern man hat dann mal einen Finger nach oben oder irgendwie man kommt durcheinander. Das ist alles völlig normal. Probiert das in Ruhe aus und ich würde mich freuen, euch zur nächsten Lektion zu sehen. Tschüssi!